Ja, dann würde ich sagen, starten wir da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich bei Nine Dragons, der den Stauraum, den spärlichen Stauraum, den er auf seinem Motorrad hat, prall gefüllt hat mit Tacos und Füllung. Wahlweise auch mit jede Menge Käse überbacken. Alles schön in das kleine Fächlein, das du unter deinem Sitz hast, reingepresst, sodass jetzt wahrscheinlich ein Zuhause ein solider Block auf dich wartet. Und fährst wahrscheinlich danach, wie Google Maps dir sagt, wie du fahren sollst. Denn du hast wahrscheinlich kurz einfach mal nach dem Schrottplatz gesucht. Ja, das tue ich in der Tat und wollte auch schon mal vorab gucken, ob der irgendwie in irgendwelchen sozialen Foren diskutiert wird mit ja, fürchterlicher Umweltverschmutzer, toxischer Schamane, was auch immer da in solchen Ja, kann. Shadowrun. Mach mal kurz eine Matrix-Suche. Also, das ist Elektronik und Intuition. Ist fantastisch. Muss sagen, was passiert? Ich habe zumindest drauf gedrückt. Ist ein Erfolg. Ein Erfolg. Ja, also, wie gesagt, du gibst das bei Google ein und findest ein Bild, das ein recht. Ja, recht neue Betonmauer zeigt und dahinter so kleinere, gut sortierte anscheinend Müllhügel, ein gelb angestrichener Kran mit so einer Kralle dran ist da irgendwo im Hintergrund zu sehen und natürlich die Adresse, die du dann in dein Navigationssystem einspeist und ja, aber ansonsten nicht viel Informationen. Also eigentlich. Beziehungsweise du findest so Informationen, aber die sind meistens hinter so Paywalls versteckt. Schließen Sie jetzt Abonnement für Thunder Bay Herald ab und lesen Sie diesen wunderbaren Artikel, der eventuell Informationen enthält, enthält, die Sie suchen. Okay, das ist ja jetzt noch nicht so hilfreich, aber ist jetzt nicht öffentlich zugänglich in irgendeinem Nee, du Aufruhr-Chat. findest tatsächlich nur diese Google Maps-Seite, die dieses Bild hat, dessen Alter nicht angegeben ist und die Adresse. Ja, ich muss dann gleich mal den Decker of Choice, muss ich mal beauftragen, aber jetzt werde ich definitiv erstmal eine Runde drehen, meine Videokamera. Ich habe ja so ein, ja, eine Festplatte im Kopf und werde da mal einfach mitlaufen lassen, während ich daran vorbeifahre, damit ich später nochmal auswerten kann. Ja, du fährst auf jeden Fall erstmal ein kleines Stück. Du bist zwar schon recht nördlich in Thunder Bay, aber du stellst tatsächlich fest, dass dieses Gelände und der Schrottplatz nochmal ein gutes Stück außerhalb nördlich liegen. Nicht weit genug, dass du nicht mehr den See sehen könntest auf dieser Landstraße, die so leicht bewaldet ist, der du jetzt lang fährst, aber doch so 15 Minuten außerhalb des letzten Gebäudes, der so richtig zur Stadt gehörte, bist du dann schon, als du vor dir zunächst mal durch den Wald Müllhügel erkennst, bevor du überhaupt das Gelände siehst, die sich tatsächlich Meter hoch in die Höhe ragen und irgendwann zwischen denen siehst du dann auch diesen gelben Kran, den du auf dem Bild gesehen hast. Ziemlich mittig zwischen all diesen kleinen Müllgipfeln. Und irgendwann tatsächlich lichten sich dann auch die Bäume und dann lichtet sich das Gras und dann siehst du ungefähr 3,5 Meter hohe Betonmauern, die obendrauf meistens so geringelten NATO-Draht haben. Wow. Ja, meistens deswegen. Also er sieht teilweise schon recht rostig aus und an Teilen fehlt er auch einfach schon. Zusätzlich kannst du natürlich feststellen, dass du während du langsam dran vorbeifährst und brauchst einen Moment, bis du dran vorbei bist. Dieses Geländeteil scheint ziemlich riesig zu sein.
Ja, dass sich an dieser Plastbetonmauer die örtlichen Graffiti-Künstler wohl offensichtlich mehr als verewigt haben. Also die ist vollgekleistert mit irgendwelchen teilweise Schmierereien, teilweise Sachen, die auch ganz hübsch aussehen. Immer mal wieder siehst du wie in diesem Zeitungsausschnitt oder irgendwie sowas, gedrucktes Papier da dran hängt, schon sehr vergilbt. Teilweise sind die abgerissen, teilweise könnte es so wahrscheinlich noch anhalten und das lesen. Und nach so einer kleinen Weile passierst du dann ein größeres eisernes Schiebetor, das logischerweise natürlich direkt die eine Zufahrt zu diesem Gelände verschließt. Du siehst auch so eine recht alt wirkende Sicherheitskamera, also die ziemlich auffällig direkt über diesem Tor vor unter das Tor filmt, also falls da irgendwer parkt oder so. So ein ehemals weißes Ding, das jetzt ist der Plastik mittlerweile schon gelb. Die guckt da so runter. Aber sie scheint noch zu funktionieren. Du siehst, wie sie einmal kurz rot aufleuchtet, als du das Gelände passierst. Und dann geht weiter Plastbetonmauer und Schmierereien und ab und zu mal ja, diese Zeitungsartikel, die da dran plakatiert wurden. Gibt es da irgendwo die Möglichkeit, bei einer der gegenüberliegenden Häuser mal zu halten, mit Blick eben auf das Ding, oder gibt es da weit und breit nichts? Nee, das scheint nicht die Top-Wohngegend um Thunder Bay zu sein. Tatsächlich findest du, ja, als das Gelände schon aufhört, oder zu deiner rechten Seite gehört das Gelände des Schrottplatzes auf und links siehst du noch so eine alte Lagerhalle, die daneben steht. Scheint, also das Gelände ist von Maschendrahtzaun umzäunt, der auch schon Löcher und runtergekommen aussieht und auch die Halle wirkt erstmal auf dich sehr verlassen. Das ist einfach so eine Blechkuppelhalle, die auch schon ja, offensichtlich bessere Tage gesehen hat. Von außen halb mit Moos bewachsen, halb schon von Rost zerfressen. Okay, gibt es hier irgendwo einen Ort, wo ich mich mal zumindest kurz abstellen kann, ohne direkt auf einer Straße zu stehen und auffällig zu sein? Das gehört halt zu dieser Halle, so ein kleines Gelände. Da könntest du drauf fahren und dich irgendwie so im Schutz dieser Halle, die so ein bisschen parallel zum Weg steht, kurz abstellen. Genau, das würde ich machen und erst mal umgucken, ob hier auch keiner ist, der mich jetzt irgendwie mustern beobachtet. Wenn ich unbeobachtet mich wähne, würde ich mal den Menschengeist rufen. Das kannst du machen. Du hast allerdings einen Würfel weniger bei der Probe. Ja, das ist ein Ding. Funktioniert das jetzt? Fünf Folge. Und ein Erfolg beim Entzug. Ist ja fantastisch. Kraftstufe 4. Erfolg des Geistes ein. Ne, drei. Sorry, Drei, also das fünf. heißt, du hast zwei Dienste übrig. Genau. Und Und Entzug habe ich Kraft auf drei. Drei dann. drei Entzug, genau. Das heißt, dir zieht, du merkst, wie dich das Kraft kostet und dich auszehrt. Aber spürst, wie dein Punkerfreund im Astralraum neben dir erscheint. Du hörst durch die Astralverbindung: Bäh, stinkt das hier? Warst du Oh ja, guck das? mal, der Geist hat übrigens fünf Einsen gewürfelt und drei Erfolge. Dann komme ich eher gebotscht. Ach, richtig, das ist ein Patzer dann.
Dann kriegst du noch einen extra Dienst. So, schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, vielleicht wartest du das nächste Mal 5 Minuten, bevor du furzt und mich beschwörst. Oh, riecht das? Boah, was hast du gegessen? Ja, das ist gut, dass dir das gleich auffällt. Ich glaube, ich könnte Wie, jetzt das nicht ist diesmal. gute. Das sind die Tacos, die sind für Eva, keine Sorge. Aber ich brauche dich nur kurz, weil ich glaube, da befindet sich eine Müllhalde, die womöglich toxisch ist. Und ich wollte nur kurz von dir bestätigt wissen, dass das in keinem Fall eine gute Gegend ist. Ja. Du spürst, wie er sich so auf der Astralebene ein bisschen regt. Und dann merkst du natürlich im Geist, in welche Richtung er gerade im Astralraum deutet, nämlich Richtung des Zentrums dieser Müllhalde. Ja, da, die Richtung, das, da willst du hin. Und genau da muss die Atombombe landen. Okay, also du würdest bestätigen, toxisch. Spürst du das nicht, Mann? Hier ist alles. Ach. Okay. Ich glaube, wir werden dann dafür sorgen, dass dort zumindest der Ursprung beseitigt wird. Ja, mach das. Wird redlich Zeit. Das schmeckt so, als würde er schon eine ganze Weile daran basteln, hier die Gegend zu verseuchen. Ach. Wenn es soweit ist, dann werde ich dich eventuell brauchen. Ja, also wenn du die Richtung wissen willst, ich kann sie dir, also ich sag sie dir auf jeden Fall und dann, also. Wahrscheinlich brauche ich jemanden, der mir die Barriere beseitigt, damit ich dort reinkomme. Guckt so rüber, welche Barriere. Ist das Ding nicht geschützt? Ich sehe da nichts, also von hier. Okay, kannst du das mal für mich ausspähen und mir sagen, wie viel Sicherheit er da hat? Magisch. Bring dich nicht in Gefahr. Alles gut. Bist so fürsorglich. Tja, komm mit Teddy. Ich bin gleich wieder da. Und merkst, wie er sich entfernt. In ziemlicher Geschwindigkeit. Eine ganze Weile wegbleibt. Und ja, spürst auch so ein Unwohlsein, das sich über die Verbindung zwischen euch in dir überträgt. Und ja, ist dann nach so ein paar Minuten wieder da. Du, weil du wahrscheinlich nichts Besseres zu tun hast, siehst du dir mal so ein bisschen das Lagerhaus oder diese Halle an oder das Gebiet. Wie gesagt, außer dieser Halle ist hier nicht mehr viel. Und die Halle hat auch ein Tor, was man zur Seite schieben kann. Steht so einen Spalt weit offen und hat auch daneben noch so eine kleinere Tür. Gehst mal hin, spähst so ein bisschen durch die Tür und siehst da sowas Ähnliches wie Bettstätten, die da so im hinteren Bereich der Halle gemacht wurden. Alle leer und verlassen, aber. Als du dir gerade überlegst, ob die wohl gleich wiederkommen, merkst du auch schon, wie dein Punkerfreund wieder neben dir ist. Boah, das stinkt da. Uah. Du bist dagegen wirklich Himmel auf Erden. Ja, siehst du? Also, ich habe eine Barriere, habe ich da nicht gesehen. Also. Eine kleine, aber ich bin nicht hineingegangen, da waren Hunde. Und ja, lebt eine ganze Menge Kritter da auf diesem. Auf diesem Sumpf. Dritter. Ja, Was Kleinvieh. kommt? Ratten, wie gesagt, diese Hunde waren da. Moin, Bienen habe moin. ich gesehen. Irgendwas Längliches. Ich habe jetzt keine Liste gemacht, sorry. Schlange? Vielleicht.
Okay, und mal Magie zu sehen. Auf jeden Fall, also ich habe keinen gesehen. Mag sein, dass er gerade vielleicht nicht gezaubert hat. Und hast du Geister gesehen? Hab einen Teufel getan, bevor der, also ich bin abgehauen, bevor der mich gesehen hat. Okay. Sehr gut, das war schon sehr hilfreich. Also klingt ja jetzt noch nicht so gefährlich, oder? Ich will da nicht hin, wie gesagt, Sumpf. Wenn du da irgendeinen Zauber hinkriegst, dann Hut ab. Und wie kriegt man sowas bereinigt? Na, erstmal, indem man den Kollegen umbringt, der da die ganze Zeit Gift ins Wasser schüttet. Dann irgendwann wird das sicher mit der Zeit weggehen, aber naja, gut, dieses Menschenmüllhalden-Ding muss vielleicht auch weg. Und waren da ansonsten Wächter, Menschen mit Waffen? Ein Mensch, also eine menschliche Aura habe ich da gesehen, aber die war irgendwie auch seltsam. Weiß ich Vielleicht nicht. Bitte. Irgendwie tot. Na gut, also ich glaube, für heute danke ich dir für deine Dienste. Mehr wird nicht verlangt. Cool. Dank dir, Mann. Du bist der beste Freund, Sag den ich seit langem hatte. Spreng das Ding in die Luft, ich glaube an dich. Sag mir danach, wie es war. dir. Ja. Die Welt wird ein besserer Ort. Also. Dann schwinge ich mich mal auf mein Moped und werde mal schnell mich auf den Rückweg machen, um auf dem Weg mit Telekom die Ava anzubimmeln. Ava, ich bin auf dem Rückweg. Es wird Tacos geben. Deshalb lass die bloß nicht von Uni voll futtern. Allerdings, ein Wunsch hätte ich noch, kannst du etwas rausfinden über die Müllhalde hier in Thunder Bay? Und ich schicke dir gleich ein paar Daten rüber. Scheint dabei um einen toxischen Schaman zu gehen, der hier die Gegend verseucht. Über die Müllhalde finde ich bestimmt was aus. Das Schaman denkt wahrscheinlich eher weniger, das ist eher dein. Ich guck, was ich rauskriege. Super. Gut, bis gleich. Ja, dann werde ich mal meine unglaublichen Fahrskills ausfahren. Ja, du hast auf jeden Fall jetzt so also eine knappe Stunde Zeit, auf denen du dein Motorrad mal richtig auf Hochtouren laufen lassen kannst. Während Tun. wir rüberspringen nach Thunder Bay, wo es jetzt kurz vor 18 Uhr ist und Elva diese Nachrichten wahrscheinlich auch aus dem Fahrzeug geschrieben hat, denn das hält gerade ein wenig unweit des Jardetier, wo Onia Lampe ist das, wo Onia um 18 Uhr eine Verabredung hat. Beziehungsweise ich gehe davon aus, dass Eva mitkommt, oder? Ist der Jadotee nicht in Kakabeka? Ja, da seid ihr ja noch. Ah, okay. Ihr beiden. Uni und Eva. Dann Genau, habe es ich dich klang gerade nach falsch Thunder Bay. verstanden. Ja, ich habe es auch Ja. so verstanden. Ah, sorry. Nicht so schlimm. Ja, ich weiß gar nicht, ob als unsere Profikillerin da wirklich mit muss. Es sei denn, sie wünscht, da anwesend zu sein. Ansonsten eigentlich nicht, ne. Gut. Wenn der Plot von mir verlangt, dass ich anwesend bin, Nö. reite ich natürlich gerne meinen Tacos entgegen. Ansonsten. Nö. Du kannst natürlich auch, wenn dir das beliebt, gerne im heimischen Nikomata verblieben sein. Ja. Und dort in deinem Lieblingszimmer daran arbeiten, die Weltherrschaft im Liegen zu erobern.
Genau das wird passieren. Dann sehen wir jetzt nur Oni, der wahrscheinlich vor dem Jardeté aus seinem Oni-Mobil steigt. Genau. Ich habe meinen schönsten Jogginganzug an. Nigelnagelneue Sneaker. Alles ist noch so, atmet noch so diese Aura des Neuen. Und trage einen übergroßen Anglerhut aus Plüsch, den ich mir ziemlich tief so ins Gesicht gezogen habe. Also man sieht eigentlich nur dieses kantige Gesicht unter diesem Hooligan-Hut. Und dann marschiere ich zum Foyer des Restaurants. Ja. Es überragt ja so ein bisschen die Straße und siehst schon, als ob das Restaurant zuhältst. Also die Farben sind gleich, aber das Interieur hat sich irgendwie geändert. Andere Stühle, andere Tische. Und auch die Leute, ihr wart ja jetzt nur einmal da, vielleicht ist auch einfach ein anderes Personal, das heute da ist. Aber zumindest am Empfang stehen auch andere Leute. Die Sicherheitspersonal, das sich nur kurz mustert, dich freundlich anlächelt, nickt. Und auch die Empfangsdame in diesem Fall, die gut gekleidet lächelt und schon nickt, als du rein. Ah, der Herr. Herr Krämer, richtig? Kramer. Kramer ist. Ja, es wird noch einen Augenblick dauern. Kann ich Ihnen Ihre Jacke Ihren Hut abnehmen? Nein, danke, das ist nicht nötig. Ja, dann. Aber ich könnte mich so lange an die Bar setzen. Sehr gerne, sehr gerne. Bestellen Sie, was Sie wollen. Es geht alles aufs Haus. Danke. Dann. Alles geht aufs Haus. Setze ich mich an die Bar und bestelle mir einfach, weil ich es kann, den teuersten Drink, den die da im Angebot haben. Du setzt dich hin, blickst so die Bar runter, während du deine Bestellung aufgibst und siehst noch jemand anderen da sitzen, nämlich Ruth. Und als du wenig später den teuersten Drink der Bar vor dich hingestellt bekommen hast, seht ihr, dass er offensichtlich dasselbe trinkt. Ja, dann nicke ich ihr zu, proste Ja, sie und nickt zurück, hebt auch kurz ihr Glas. sippe genüsslich an meinem Drink. Und wenn er nicht so stark ist, würde ich das beschleunigen und mir genau noch einen davon bestellen. Ja, also du merkst erst nicht, wie stark der ist, weil der ist durch ziemlich viel Süße gut kaschiert. Aber es scheint auch jede Menge Alkohol drin zu sein. Merkst du nach dem zweiten Schluck? Das teuerste Getränk hier ist ein Cocktail, ja? Okay. Ja, zumindest das, was sie hier an der Bar ausschenken. Guck mir dabei natürlich auch so die Einrichtung an und Ja, also es ist subtil. Die Sachen stehen alle noch gleich. Aber es sind halt andere Tische, andere Stühle. Auch die Oberfläche, du saßt ja schon mal an dieser Bar, die Oberfläche von dieser Bar ist eine andere. ich müsste mal einmal kurz, tut mir Und leid. gut. Ja. Wir springen rüber zum Nikomata. Wo Ava in ihrem Sitzsack liegt und was macht. Ja, die wird, nachdem sie die Nachricht und die Aussicht auf Tacos gestellt bekommen hat, erstmal die Matrix durchsuchen. Gute Wahl, mach das doch mal. Matrix. Wow. Ja, auch du findest diverse Artikel, die hinter Paywalls sich offensichtlich befinden. Und ja, irgendwie kriegst du den
Den hast normalerweise Dutzende Möglichkeiten und Einfälle, wie man diese Paywalls elektronisch umgeht, aber irgendwie kriegst du es nicht hin. Und auch Es du muss bleibst. brutal gesichert sein, diese Müllhalde. Eigentlich gehört das alles zu Zürich Orbital. Ja, aber auch du endest damit, dass du ein Bild hast von einem gut sortierten Schrottplatz mit einem gelben Kran in der Mitte und Plastbetonmauern und einer Adresse. Genau das würde ich weitergeben, weil ich weiß ja nicht, was er schon rausgefunden hat. Ja, du kriegst den Link zu dem Bild, was du selber schon kennst, auf der Fahrt zurück nach Thunder Bay geschickt, nach Kakabika Ich Falls geschickt. antworte nur ha. Fragezeichen kommt zurück. Ja, das habe ich auch gefunden. Was soll ich sagen? Ich bin nicht bereit für den Scheiß zu zahlen. Sei denn, du willst dafür zahlen. Hey, okay. Ich glaube, da steckt mehr hinter. Ich schicke dir mal ein Videofeed. Ich schicke dir mal zumindest ein paar Aufnahmen von dieser Verseuchung. Und während ich das noch rüberlade, außerdem hatte ich mit dem Geist gesprochen. Der sagt, das ist massive Verschmutzung hier und hochgradig toxisch. Ich meine, es ist eine Müllhalde, da läuft mit Sicherheit einiges aus. Naja, nun ist es so, man bietet mir meine Superbienen, die du mir bisher nicht beschaffen konntest, wenn ich den Besitzer dieser Müllhalde beseitige, der offensichtlich ein toxischer Schamane ist. Das ist schlecht. Seid ihr, sind Schamanen nicht eigentlich eine große glückliche Familie oder was auch immer? Wahrscheinlich schon, aber glücklicherweise bin ich ein hermetischer Magier und kein Schamane. Wie kommst du überhaupt zu dem Auftrag? Ja, das ist eine lange Geschichte. Wie war das? Das war Was doch warst du der auf dem Jahrmarkt, ah hat ja, bei genau, Himmler der gefragt. Schamane vom Jahrmarkt, der große Bär, der hat mich angerufen und der sagte mir, es gibt hier diese Verpestung und ich soll mich mit jemandem treffen, der mir womöglich diese Bienen besorgen kann. Und den habe ich getroffen nach meinem Besuch in dem Tätowiershop und hat mir angeboten, die Bienen plus Bezahlung, wenn ich den toxischen Magier beseitige. Gleichzeitig hat mein lieber Tätowierer Herr Jung mir angeboten, ich kriege die Bienen, wenn ich den toxischen Magier vor einem potenziellen Angriff rette. Tja, ich fürchte, das ist zum Glück dein Problem. Naja, nun, ich glaube allerdings, das ist tatsächlich ein toxischer Magier und ich glaube, er verseucht nicht nur jetzt, sondern auch für unsere Nachkommen die Welt. Von daher bin ich fast schon bereit, hier für die andere Seite, also für den Bären und den Schamanen, den Angriff zu machen. Allerdings will ich mehr erfahren und das Einzige, was ich finde, ist eben genau das, was du mir auch geschickt hast. Ich könnte rüberfahren und es mir anschauen. Das war doch eine Kamera da in dem Bild, oder? Vielleicht komme ich darüber rein. Okay, pass auf, ich bringe deine Tacos und dann können wir vielleicht nochmal zusammen rüber. Gute Idee. Ja, mein Kumpel ist die Universität, das Universal-Lockmittel-Tacos. Vermerkt, ich brauche auf jeden Fall einen Taco-Dealer. Ja, und Elba wird in der Zwischenzeit wahrscheinlich tatsächlich aus reiner Neugierde mal gucken wollen, ob es tatsächlich so unglaublich schwer und illegal ist, diese Bienen zu schaffen, mit denen sie sich bis jetzt nicht beschäftigt hat. Kannst ja noch Kauft jetzt mal bei Amazon. könntest ja noch mal eine Matrix-Suche machen. Es hat ja das erste Mal so gut funktioniert. Wow! Kein Erfolg mit 11 Würfeln, nicht schlecht. Wollen wir schaffen? Zwei Einsen, willst du ja im Kopf schon. Er kommt zurück und ich habe mich selbst gebrutzelt in der Matrix. Verbringst jetzt ungefähr
anderthalb Stunden, bis du irgendwann Nachrichten bekommst von den diversen Elektronikern, die du rund ums Haus aufgestellt hast, dass ein Motorrad aufs Gelände gefahren ist. Aber bis dahin verlierst du dich im Sumpf süßer Tierbilder. Ich mache Und ganz schnell diese oddly satisfying Videos alle wieder zu. ja. Und wir springen noch einmal zurück ins Jarre de Thé, wo Oni seinen ersten Cocktail geleert hat und mittlerweile beschlossen hat, dass es vielleicht beim zweiten Cocktail ein bisschen langsamer angehen lässt. Ruth hat sich mittlerweile dem Fernsehprogramm gewidmet. Es laufen gerade Nachrichten aus aller Welt. Nichts, was dich jetzt irgendwie abholt. Du guckst dich deswegen so im Raum um. Der merkst, im Gegensatz zum letzten Mal habt ihr auch hier auch noch einige andere Gäste, die auch wie beim letzten Mal herausragend bedient werden. Es huschen immer wieder Kellner und Kellnerinnen vorbei, die sich wirklich die sich wirklich aufopfernd um die Gäste kümmern. Und ja, du willst gerade einen weiteren Schluck aus deinem Getränk nehmen. Da merkst du, wie eine Seitentür aufgeht. Blickst so rüber und siehst Frau Martin heraustreten, die sich noch mal so eine Tasche über die Schulter zieht, sich unter den Arm klemmt und dann zu Ruth kommt, die letzten paar Schlucke ihres Getränks leert. Martin nickt dir dabei zu, lächelt einmal kurz und dann gehen die beiden an dir vorbei und wenig später tritt dann auch die Barkeeperin auf dich zu, deutet auf die Tür, aus der Martin gerade gekommen ist. Der Herr wartet jetzt auf Sie, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Klopfen Sie euch einmal, dann wird Ihnen aufgemacht. Danke. Ja, steh auf, dann laufe ich ganz gemächlich mit wippendem Schritt auf die Tür zu. Punk. Du hast geklopft, quasi im gleichen Moment wird die Tür aufgezogen. Man weiß nicht, ob du erschrickst oder wie du das aufnimmst, als du dahinter erstmal ein Gesicht siehst, das ziemlich mitgenommen wirkt. Also riesiges Feilchen am einen Auge, die Nase verarztet, die Lippen an mehreren Stellen sind aufgeplatzt und ja, mit Schorf bedeckt. Irgendein Zeuge, der mich belasten könnte. Ansonsten. Trägt ansonsten Anzug und versucht entsprechend den Umständen freundlich zu lächeln und eine Verbeugung anzudeuten, als er dir die Tür öffnet und dann ein bisschen zurücktritt. Ich verbeug mich auch kurz. Ah, Uni, komm. Siehst du Michael, der in einem Raum schon im Raum sitzt? Es stehen ausladende Sofas drin, auch für durchaus Leute in deiner Größe geeignet. Tisch steht so ein gläserner Tisch steht in der Mitte. In einer Wand wird so ein digitales Kaminfeuer abgefackelt. Stillos wie immer. Ja. Okay. Setz dich doch, setz dich doch. Und er deutet auf das Sofa. Ja, also ich setze meine Brille auf, diese schwere Gestellbrille, damit ich sozusagen klick. Mach mal so ein kurzes Foto von diesem zusammengeschlagenen Büttel. Und ja, dann würde ich mich setzen. Ja, du machst die Tür zu und merkst in dem Moment, also deine Kamera und so, das funktioniert alles, das nimmt alles auf. Aber du merkst in dem Moment Verbindungsabbruch. Dein Wi-Fi ist irgendwie weg. Naja, ich wollte auch nur ein Bild von dem Typen. Ja. So. Ja, schön. Er hat sich hier seinen sicheren Raum gebastelt. Setz dich da, setz dich. Möchtest du was trinken? Wir haben auch noch. Wenn du was Richtiges trinken möchtest. Ich hätte gerne Sack.
Er beugt sich so rüber zu dem Zusammengeschlagenen, der jetzt hinter ihm Aufstellung bezogen hat, winkt ihn so zu dran, flüstert ihm sowas ins Ohr. Kalt. Beugt ihn immer rüber und der verschwindet in einer anderen Tür, die wohl Richtung Küche oder Lagerräume oder sowas führen muss. Ich habe einen hier, der kommt aus dem Dorf meiner Eltern. Oh. Ich bin gespannt. Trocken? Nein. Aber ich hoffe, es ist kein Problem. Wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall eine große Ehre. Aber ich will nicht viel von deiner kostbaren Zeit verschwenden. Ich weiß, du hast auch ein Restaurant zu führen. Wir wissen, dass du ein guter Koch bist. Du hast bei den Besten gelernt. Und ich hoffe, das ist dir schon aufgefallen. Wir haben auch ein paar Veränderungen gemacht. Wir hatten früher keine Konkurrenz. Deswegen mussten wir natürlich jetzt uns im Niveau, das jetzt hier herrscht, anpassen. Ich habe deine Küche gekostet. Es war hervorragend. Deswegen, wir haben jetzt auch einen neuen Koch. Oh, das ist schön. Ja, er kommt tatsächlich. Wer ist denn der Mann? Wo kommt er her? Aus Japan, tatsächlich. Aha. Wir konnten ihn hier für unsere Sache gewinnen. Ja, dann viel Glück mit eurem neuen Koch. Wie heißt der? Gib mir einen. Wie hieß der Mann noch gleich? Vielleicht habe ich ja schon mal von ihm gehört. Ich weiß nicht. Hast du schon mal von Kuba Koji gehört? Habe ich. Mach mal eine Intuitionsprobe. Und du hattest eine Wissensfähigkeit in dem Gebiet, ne? Ja. Mhm. So. Entschuldigung. Gesundheit. Ne, kein Erfolg, aber auch keine Eins. Ja. Ne, klingt jetzt bei dir gerade. Ist auf jeden Fall keiner von den alten Meistern. Die würdest du natürlich kennen. Aber den Namen hast du noch nicht gehört. Na gut. Glaubst du? Ich bin bestimmt auch nicht hier, weil sie mich abwerfen. Irgendwas, irgendwie, also dir sagt der Name nichts, ob du meinst, irgendwie der Name klingt vertraut, aber du kannst sie nicht einordnen. Na gut, dann schiebe ich den Gedanken erstmal zur Seite. Ich müsste allerdings sowieso auch mit dir sprechen, insofern trifft sich das sehr gut, dass Du bist ein Freund. Sprich, was liegt dir auf dem Herzen? Ich habe ein paar sehr gute Leute im Moment in Kakabeka und der Umgebung von Kakabeka, die nach Arbeit suchen. Und ich würde mich gerne bei ihnen für einen Gefallen revanchieren. Vielleicht hast du ja irgendwas für Leute, die unser Handwerk gut verstehen. Leg kurz. Wenn du versicherst, dass sie absolut loyal sind, dann natürlich, ich kann immer fähige Männer und Frauen jeder Art gebrauchen. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Sie kommen aus Europa. Oh, von weit her. So ist es. Aus Deutschland. Aus Deutschland. Ja, ich habe gehört, da kommen viele gute Agenten her. Das ist. Man sagt, sie seien sehr effizient. Vielleicht.
War zu viel Pfeffer in deinem Cocktail. Ja, ich weiß auch nicht, was da hier los ist. Irgendwie. Habt ihr mir irgendwas in den Drink getan? Die alte Allergie. Nein. Nun ja, aber selbstverständlich. Weißt du was? Schick sie oder ihn, wenn es nur einer ist, der für sie spricht, schick ihn morgen um 16 Uhr hier vorbei. Dann 16 Uhr, werde ich machen. Werde ich bestimmt. Ich werde sie gewinnbringend einsetzen. Ich hoffe, das reicht dir. Oh ja. Das ist mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Verzeih. Es ist gut. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne zu meiner Bitte kommen. Ja. Nun, weißt du, ich versuche ja hier. Ich möchte gerne eine friedliche Übereinkunft zwischen allen Parteien, die hier irgendein Interesse haben, herbeiführen. Du hast ja gerade gesehen, dass ich auch schon mit Frau Martin gesprochen habe. Und wir konnten uns tatsächlich einigen. Haben ein paar Einigungen gefunden und bin zuversichtlich, dass wir uns einfach nicht in die Quere kommen. Mhm. Und ich weiß oder ich habe gehört, dass du ganz gute Verbindungen oder Kontakte zu diesem Sakima hast, weißt der, der diese Biker-Gang anführt. Ich habe einen meiner, er deutet so rüber zu dem Jack, der durch die Tür verschwunden ist, also auf die Tür. Die Tür geht in dem Moment noch wieder auf und der kommt rein, ein kleines hölzernes, eine kleine Holzschachtel tragend, aus dem er dann später eine Porzellan Flasche mit Sake hervorholt, die dann in so kleine Gläschen eingießt. Ich habe ihm hier den guten Kenta hingeschickt. Du siehst, was der Mann mit ihm gemacht hat. Mir liegt wirklich nur daran, dass wir mal miteinander reden und vielleicht eine Möglichkeit finden, wie das hier alles friedlich vor sich hinlaufen kann, ohne dass wir einander berühren. Ich meine, wir alle haben Interessen, die sich aber nicht wirklich berühren. Da müsste es doch einen Weg geben. Was hat Kenta denn gesagt, dass sie ihn so zugerichtet haben? Der nickt ihm so zu. Ja, du hast jetzt die Gelegenheit zu reden. Und er sagte so, ich habe nur gesagt, dass sich der Herr gerne mit ihm treffen würde. Und dann so eine Reaktion? Ich weiß auch nicht, was das sollte. Sie kam auch völlig unpur. Ich hatte nicht mal eine Waffe dabei. Und er hat mich völlig. Ich bin jetzt zwei Stunden später wieder aufgewacht. Und tut mir alles weh. Ja. Er sagt, er lässt sich jetzt von keinem mehr was bieten. Und dann tritt er wieder einen Schritt zurück und Michael nickt ihm leicht zu. Aber ihr seid sicher, dass ihr ihn nicht bedroht habt. Absolut. Was soll ich ihm drohen? Ja. Mir würden da ein paar Dinge einfallen, aber ich kann mal mit ihm reden. Mal hören, was da los war, klar. Ich wäre aber einfach dankbar, wenn du ein Treffen zwischen uns beiden arrangieren könntest. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht, wie wäre es, wenn du ihm einfach sagst, du willst dich mit ihm treffen und dann bin ich halt auch da und wenn er mich da verprügelt, dann verprügelt er mich halt. Nein. Gut. Aber sprich mit ihm. Ich habe wirklich das Interesse, dass hier keinerlei Blut mehr fließt. Es ist, glaube ich, genug geflossen. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite haben diese Leute auch einen gewissen Instinkt. Wer weiß? Ich
Habe wirklich nicht vor, dass hier mehr Blut verspricht. Das war übrigens auch eine der Einigungen, die ich gerade mit Frau Martin ausgehandelt habe. Erzählt er mir Märchen irgendwie? Wie würde ich ihn so seine Körpersprache gerade so einschätzen? Du kannst ja mal ihn einschätzen mit Charisma und Intuition. Charisma und Intuition. Ja gut, das ist nicht schlecht. Immerhin, 8 Würfel. Ja. Für so ein Trollchen ist das schon. Schon besser ist Talus als Tiefschmerz. Nicht schlecht. War nur ein Erfolg. Allerdings auch keine Eins. Ja, er lügt auf jeden Fall nicht. Also du nimmst ihm das ab, dass er wirklich kein Interesse hat, dass hier weiter Blut fließt. Auf keiner Seite. Na gut. Ja, also ich werde mich so gut es geht darum kümmern und horchen, was los ist und probieren, ihn dazu zu überreden, sich mit dir zu treffen. Gut. Vielen Dank. Gut. Dann wollen wir doch auf gute Geschäftsbeziehungen trinken. Und selbstverständlich. Und er hebt mit seiner Hand das Sake-Glas so zum Prosten an. Ja, wir prosten uns zu. Ja. Alles japanisch, formvollendet. Etikette wird beachtet. Und dann schlürfen wir den Sake ein bisschen nieder und ich werde so ein bisschen Smalltalk vielleicht noch halten. Ja, er erzählte über das Dorf seines Vaters, aus dem der Sake hier stammt, den du trinkst. Er schmeckt. Er ist schwach. Ich werde fragen, schwach und weich irgendwie. Aha. Okay. Dann werde ich ihn trotzdem höflicherweise fragen, ob ich nicht auch eine Flasche da bestellen könnte, wenn er da einen Importeur hat. Selbstverständlich kann er dir besorgen, ist gar kein Problem, wirst du morgen geliefert bekommen. Super, werde ich die Katzen mitfüttern. Und dann werden so Nettigkeiten ausgetauscht. Ja. Ja, er tut das auch, wie gesagt, er komplimentiert viel dein Essen, das er ja schon kosten durfte und möchte dir auch nochmal gratulieren zu diesem tollen Restaurant. Das Konzept findet er auch ganz großartig. Der hofft, dass der neue Koch, den er jetzt angestellt hat, irgendwie da mithalten kann. Ja, also ich würde das ja unheimlich gerne mal kosten. Wenn du danach fragst, dann wird er natürlich auch Proben aus der Küche bestellen. Und du herrlich, Häppchen. Schön. Kriegst dann halt immer mal wiederholt der Vermöbelte Kenta, richtig, danke. Aus der Küche dann eben diese kleinen Schälchen mit Grüßen aus der Küche. die allesamt absolut fantastisch schmecken. Und alle irgendwie so klassisch sind, aber doch irgendwie so einen Twist drin haben, den du jetzt nicht erwartet hast. Und ich werde ihm sagen, du musst aufpassen, dass ich den Mann nicht abwerbe. Es fühlt sich sehr geschmeichelt. Ich habe da jemanden, der versteht sich besonders gut aufs Überreden von anderen Leuten. Chin-chin. Ja. Und nach noch so, keine Ahnung, wie lange will er noch zusammensitzen? Eine halbe Stunde oder so? Halbe Stunde, Stunde vielleicht. Ja. Gehst dann auch zurück zu deinem Wagen und fährst zurück zum Nikomata, wo du bereits im Innenraum siehst, dass an einem Tisch ein Restaurant Nine Dragons und Ava sitzen. Und da gerade dabei sind, ein paar Teller ausgebreitet haben, irgendwie das, was da im Kofferraum oder im
Kofferraumfach zusammengequetscht wurde, wieder auseinanderzuziehen. Du siehst, wie gerade Elva reingreift, so einen Taco hochhebt und sich so lange, lange Käsestreifen. Gerade das Beste vom Besten gegessen und sehe diese Barbarei und. Du siehst vor allem Evas Begeisterung in Reaktion auf diesen ultralangen Käsefaden. Ja, der reißt auch nicht, du stellst dich auf den Stuhl und der ist immer noch. Ich werde übrigens unterwegs, während ich hierher gefahren bin, meinem Bruder eine Nachricht geschickt haben, dass er morgen, dass es möglicherweise Arbeit gibt, er sich dort um 16 Uhr einfinden soll. Ich werde ihm alle Eckdaten nennen des Gesprächs, ja. So zusammengefasst. Und wenn er noch irgendwelche Fragen hat, dann soll er mich anrufen. Du kriegst einen Daumen nach oben und ein Dämonengesicht zurück. So soll das auch sein. Ich schicke denen das fürchterlichste japanische Dämonengesicht zurück, was ich finden kann. Und ja, dann trete ich ein. Komm her, ich habe ein paar Tacos mitgebracht. Ja, ich habe gerade gut gegessen, aber ich hole mir. Guck erst mal. Dir diesen Käsefaden an! Das ist so ein toller Käsefaden. Geh zum Kühlschrank. Hol mir Bier raus. Eva wird in dem Moment wahrscheinlich erstmal die erste Kiste, die sie gelöst hat, in Hot Sauce ertränken. Ja, ich setz mich. Also so. Pass auf, wir haben hier einen toxischen Schamanen, der offensichtlich auf meinem Bienenschwarm sitzt. Und der muss leider beseitigt werden, da er die Umwelt verpestet und die ganze Gegend da verseucht. Ah. Ich gucke zu Ava und deswegen bist du zu unserer Profikillerin gegangen und ihr habt gerade jetzt mal beschlossen, eine weitere Person aus der Umgebung von Kakabeka auszuknipsen. Du siehst, wie diese Begeisterung auf das Quesadilla langsam aus dem Gesicht tröpfelt. Es ist nur in Thunder Bay, also keine Sorge, wird hier nicht auf uns zurückfallen. Bist du sicher, dass du das jetzt, wo deine Familie hier ist, so einfach machen willst? Schnell rüber nach Thunder Bay und jemanden umbringen. Es ist nicht jemand und normalerweise würde ich das auch nicht tun, aber der sorgt ganz schön für Verpestung, sogar die Geisterwelt ist in Aufruhr. Und du kannst ihn nur umbringen? Nur so wirst du ihn los? Und du kannst ihn auch langfristig bei dir einkerkern, aber ich befürchte, wir werden nicht überzeugt kriegen. Warum nicht? Warum? Glaubst du nicht, dass er an seinem Leben hängt in irgendeiner Art und Weise? Das ist ein toxischer Schamane. Die sind so tief in ihre dunklen Welten abgestiegen, dass es schwierig wird, dann nochmal den Weg zurückzufinden. Ich meine, das musst du wissen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach wird, diese Müllhalde zu entsorgen. Die Müllhalde wird sich hoffentlich selbst entsorgen, aber wichtig ist, dass wir erstmal die Quelle beseitigen. Das wäre die erste selbstentsorgende Müllhalde, die ich hier gesehen habe. Ich meine, es ist eine Müllhalde. Keiner will das Zeug, was da liegt. Deswegen liegt es auf der Halde. Ja, aber jemand will mich dafür bezahlen und mir die Bienen geben, dass ich ihn beseitige. Der wird sicherlich auch dafür sorgen, dass es dann sauber gemacht wird. Beseitigen spezifiziert ja nicht umbringen. Okay, was würde man unter beseitigen verstehen? Von dem Ort entfernen, aka beseitigen. Ja, beseitigt oder versucht einen anderen Ort. Wer ist denn derjenige, der die Bienen hat? Und die Bienen sind auf diesem Gebiet. Ach, also jemand will dich da hinschicken, du sollst die ausknipsen und dann sollst du dir die Bienen nehmen, die sowieso schon da sind. Warum gehen wir nicht rein und holen uns nur die Bienen? Und wenn er uns auffällt... Wir werden auch bezahlt für den Einsatz. Geld gibt es auch. Ah, wie viel? Was gab es da? 10.000 pro Person oder was war das? 10.000. Nicht pro Person. Hm. 10.000. Ich habe ja beim Pokern mehr. Zeige ich doch.
Aber hier geht es, glaube ich, nicht ums Geld. Hier geht es, also anfänglich ging es mir um die Bienen. Jetzt, wo ich mir das angeguckt habe, ich spiele mal den Film ab, geht es mir auch ein bisschen darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich gucke dich mit so einem fragenden Ausdruck so. Nicht Aha. ums Geld, ne? Du willst die Welt zu einem besseren Ort machen. Das ist neu. Ich habe bei der Polizei gearbeitet. Du warst der Gangster. Ich war kein Gangster. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet. Wenn mich das zu einem Gangster macht, dann schuldig im Sinne der Anklagen. Also Gangster, beweise, dass es möglich ist, ein besseres Leben zu führen. Wer ist denn das Ziel? Hast du da schon was Genaueres herausgefunden? Eva ist dran. Sie hat erstmal sehr oberflächlich recherchiert, aber ich denke, da werden wir gleich mehr kriegen. Sie beißt einfach in den Quesadilla und verkneift sich den Kommentar, weil sie weiß, das hilft eh nicht. Ja, dein gekränktes Ehrgefühl wird von fettigem Käse wieder beruhigt. Aufgehängt. Käsefaden. Vielleicht sollten wir mal unseren Schamanenfreund zu diesem toxischen Schamanen befragen. Was meinst du? Ich würde gerne mehr über den Mann erfahren, den wir in Kürze aus dem Leben schicken. Lass uns das tun. Wie gesagt, gibt es einen anderen Weg, bin ich gern dabei. Ich reiße mich nicht drum, jemanden zu beseitigen. Aber der Geist, den ich rief, um mir Rat zu geben, war auch sehr verstört. Der Punker war verstört. Ist doch ein Punker, oder? Ja, klar. Ja, wir sehen ihn ja nicht, ne? Ihr habt ihn schon mal gesehen? Ah ja, stimmt. Ja, so eine gute Idee, hier Little Coyote vielleicht anzubinden. Ja. Wir mal rüber zu Little Coyote. Während wir aufstehen. Hallo? Bis wann soll das Ganze denn vonstatten gehen? Ich glaube, am Wochenende war das, ne? Hat er gesagt, hat er gehört? Ja, er hatte eine Woche Zeit gegeben. Und Hm. Jung hat vermutet oder die Vermutung weitergegeben, dass in den nächsten Tagen was passieren wird. Ja, also er scheint wohl schon vorgefahren zu sein, weil mein Tätowierer Mr. Jung hatte versucht, mich anzuhalten, zu schützen. Dein Tätowierer, dieser komische österreichische Zauberzausel. Genau da. Ja, ich zeige ihm mein frisch gestochenes Ding am Arm. Also weitere Drachenköpfe, die sich da lang winden und bewegen. Nicht schlecht. Ja, also ich bestaune das und werde Oh, auf und jeden sieh, was Fall. es kann. Also ich greife da drauf und der eine Skill, den ich da gehabt habe, ist Cosmetic Control. Also sie kann mich jetzt chamäleonartig in andere Personen verwandeln. Ich fange dabei an, mich in Herrn Jung zu verwandeln. Ui, Ich habe auch diesen super Sprachmodulator und werde dann auch direkt das Österreichische werde ich direkt dann tragen. das ist ganz fantastisch. So, dann Bin ich gruselig. wieder zurück. Sowas sollte ich mir auch zulegen. Ja, man Meister seines Fachs. Und der wiederum wollte dir Geld zahlen, dass du ihn beschützt. Das ist etwas komisch, ja. Also der Mann, der deine Tätowierung möchte diesen toxischen Schamanen gerne da haben, wo er ist. Was könnte sein Interesse daran sein? Wahrscheinlich wird er bezahlt. Von dem Mann. Der Mann ist doch nicht so. Er hatte dir Was? gegenüber auch Welche? erwähnt, dass er von ihm durchaus auch Sachen bezieht. Er bezieht Sachen von ihm. Ja, also er hat angedeutet, dass er wohl Kunde bei diesem toxischen Schamanen in irgendeiner Form ist, sodass da irgendeine Art Geschäftsverhältnis auf jeden Fall besteht. Tja.
Scheint auch eine Geschäftsbeziehung zu geben. Gut, ich gebe zu, Mr. Jung scheint, oder Herr Jung scheint also auch nicht ganz sauber zu sein, aber einer nach dem anderen. Lass uns den kleinen Kojoten fragen. Sollte es eine andere Möglichkeit geben, nehmen wir die andere Möglichkeit, das ist klar. Wir fragen ihn. Dann rüber, wie gesagt. Und mal vorne geklopft, beziehungsweise geklingelt. Eva läuft hinterher mit so einem großen Pappteller voll mit den Resten. Ihr geht wahrscheinlich zur Hintertür dann direkt. Und es gibt ja keine Klingel, sondern nur so ein Klopfhaken, der dann neben der Tür angebracht ist. Tok, tok, tok. Es dauert einen kleinen Moment, dann steht tatsächlich Little Coyote vor euch, öffnet die Tür, freut sich als, oh, ich hatte gar nicht Besuch. Kommt doch rein, kommt doch rein. Ja, eingetreten. Kommt, wir setzen uns in die Stube. Winkt euch so durch in die Stube, räumt doch so ein bisschen den Tisch frei und stellt so die rauchende Freizeitzigarette noch unter den Tisch. Noch nicht wegen uns. Du hast recht, du hast recht. Holt sie wieder vor, stellt sie auf den Tisch und bietet sie seinen Dragons an. Ich biete im Austausch Tacos und Quesadillas mit, die ich nicht gekauft habe. Diesmal würde ich bei den Tacos zugreifen. Jo, ich nehme einen guten Zug. Hey, Coyote, ich glaube, wir brauchen deinen Rat. Den kann ich gerne. Ich glaube, ihr solltet miteinander reden. Und es geht jetzt nicht um das Problem, das Oni hat oder das Ava hat. Es geht jetzt eher um ein Problem in Thunder Bay. Da gibt es eine Müllhalde, von der du gehört hast. Ja, ich kenne das Problem, ist schon sehr alt, ja. Aber die Stadt. Keiner unternimmt was. Bitte, was? Keiner unternimmt was gegen diese Müllhalde. Oh, es haben einige Leute was versucht, dagegen zu unternehmen. Aber die Behörden, ja, das ist der einzige Dienstleister, der sich um den Müll in Oath Thunder Bay kümmert. Und die Stadt sagt, der kümmert sich um den Müll und schützt ihn. Und naja, die Polizei tut dann, was die Stadt sagt. Und aber es gab schon mehrfach Demonstrationen vor dem Ding. Es gab auch einige Untersuchungen, die nachgewiesen haben, dass da offensichtlich jede Menge Scheiße ins Grundwasser sickert. Es ist eine Was Tragödie. genau? Was genau lagert der da ein oder verklappt der da? Von wo? Glaube, der sammelt, also die haben mehrere Müllwagen, die durch ganz Thunder Bay fahren und all möglichen Müll einsammeln und dann halt da entlagern. Und angeblich sich auch gerecht drum kümmern. Aber ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Ich glaube, die kippen einfach auf einen Haufen und wenn der Haufen zu groß ist, dass man noch draufkippen kann, machen sie einen neuen Haufen. Und mir wurde gesagt, es handelt sich um einen toxischen Schamanen. Hast du davon gehört? Würde mich nicht wundern, wenn sie. Das ist jetzt schon lange, lange her, dass die zwei diese Müllhalde von ihren Eltern übernommen haben. Zwei Brüder. Einer davon war tatsächlich Schamane, ja. Aber es sind zwei. Ja, es ist schon. Rechnet kurz. Schon fast 20 Jahre her. Ja, 20 nicht ganz. 18 oder 19 oder so, dass die beiden die Müllhalde übernommen haben von den Eltern, wie gesagt. Einer davon war Schamane, meine ich. Und wie kann man verhindern, dass das weiter zu diesen Verschmutzungen kommt, oder ist das völlig irrelevant?
Man müsste dafür sorgen, dass was auch immer die da lagern, nicht mehr weiter in den Boden sinkt und alles drumherum verpestet. Das ist am besten, weiß nicht, das ist ein Schandfleck, der ja schon eine ganze Langeweile vor sich hin rottet. Aber es ist doch euer Land, oder? Ja, aber der Müll Ihr ist da, wo sorgt euch um sie. Wo Waschbären, die kriminell irgendwo einsteigen, aber macht nichts gegen sowas. Politik. Warum hast du noch nichts gemacht? Entschuldigung, ich lehne jede Form von Gewalt ab. Aber du hättest doch zum Beispiel die Proteste unterstützen können oder mit deinen Geistern auf ihn einwirken können. Ich war einmal da und habe mit protestiert, als ich 17 war. Naja. Es gibt hier mehr als genug zu tun. Ja, was stört da schon so ein giftiger Schamane, der nicht nur die normale Welt, sondern auch die Geisterwelt mit verseucht? Ja. Dass sich da keiner drum kümmert? Das ist Ich eine dachte, ihr Schande, seid. sage ich dir. Ja, in der Tat. Ich dachte, euer Stamm wäre mutig und tapfer und. Da sind wir ja auch. Ihr seid mir ein paar schöne Krieger. Na gut. Wie würdest du mit so jemandem umgehen, wenn du Gewalt nutzen würdest? Ich nutze keine Gewalt. Also Aber ich wie würde würdest erstmal in mich gehen und fragen, warum ich Gewalt nutzen würde. du? Meinst du, du kannst ihn überzeugen, davon abzusehen? Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie getroffen. Ich weiß gar nicht, warum die das machen. Vielleicht ist es reine Profitgier. Ich habe gehört, das soll einige Leute dazu bringen, schreckliche Sachen zu machen. Aber vielleicht hat auch ein, wisst ihr, es gibt böse Geister. Auch das ist eine Seite des Manitou, die viele gerne verdrängen. Aber vielleicht hat irgendein böser Geist zu ihm gesprochen und der hat gehört und nicht als das erkannt, was er ist. Sich verführen lassen. Ich weiß es nicht. Kannst du sowas rausfinden, ob dort böse Geister sind? Natürlich. Müsste halt hinfahren und dann eine kleine spirituelle Reise unternehmen. Nun, ich glaube, das würde uns sehr helfen. Wir wurden nämlich gefragt, ob wir nicht helfen können, das Problem zu lösen. Es ist gut, dass ihr euch da engagiert. Finde ich wirklich gut. Super, vielleicht sollten wir gemeinsam mal rüberfahren, dann kann sowohl Ava als auch du vielleicht etwas mehr herausfinden, bevor wir hier ins Gespräch gehen. Guckt interessiert hoch zu Ava. Also, ich gucke nicht so wie du. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, du verstehst von meinem Zeug ungefähr so viel wie ich von deinem. Ach so. Sie tippt sich einmal gegen die Buchse. Tippt sich einmal gegen die Schläfe. Ich verstehe. Ja, wir haben alle unsere ganz eigenen individuellen Stärken. Das finde ich gut. Was für ein Problem habe ich eigentlich? Da, also abgesehen von deinem verdrängten Freund. Ja, ihr habt mit ihm über Max gesprochen. Hast einen Freund namens Nein, Max? nein. Also, ich merke da ganz starke Verdrängungsmechanismen. Also es ist Ich immer auch. wichtig, dass man ganz offen über Ich Sachen reden verdränge will. nichts. Es ist ganz wichtig, dass man offen über Sachen spricht, die einem auf dem Es Herzen gibt liegen. nichts zum drüber sprechen. Das können wir in der Autofahrt nach Thunderbay tun. Ja. Nein! Ich glaube, Little Coyote hat einige gute Tipps, die er dir geben kann zu diesem Thema. Was? Urschreitherapie? Du fängst schon damit an. Ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut. Und Muss jetzt mach dich dich. bitte nicht darüber lustig.
Es kann wirklich helfen. Nein, ich mache mich nicht darüber lustig. Ich klopfe Little Coyote sanft auf die Schultern. Ja, wollen wir dann los? Heute Abend noch? Stimmt. Das macht keinen Sinn. Also ich kann das natürlich auch bei völliger Dunkelheit. Ich habe das jahrelang geübt. Ist mir völlig klar, aber ich sehe lieber, was da vor mir ist. Also ich würde lieber am Tag gehen. Ich finde, wir sollten uns alle wohlfühlen in der Situation. Von daher. Ja. Und ich muss auch noch ein paar Sachen vorbereiten. Was ist denn so eure Wohlfühlzeit? Guckt sich so in der Runde um. Guckt Nine Dragon an, Nine Dragons an. Immer. Ich mag das Selbstvertrauen. Auch wenn ich so spüre, dass das nur eine Fassade ist, die du aufbaust, um deine Gefühle nicht preisgeben zu müssen. Aber wir sprechen ein andermal darüber. Aber er macht schon riesige Schritte in Richtung Gefühlswelt. Riesige. Mhm. Absolut. Ich fühle mich glücklich. Barnabas, weißt du, ich weiß, ihr seid gute Freunde und vielleicht versteht das, aber manchmal kann diese Ironie, die du manchmal einbaust, die kann sehr verletzend sein. Ja. Ich dachte, er meint das ernst. Sehr verletzend. Natürlich meine ich das ernst. Ich würde doch meinen guten Freund hier niemals, das würde ich nicht. So, morgen früh, nach dem Frühstück. Wir wollen zeitig los. 9 Uhr. 9 Uhr. Ich werde meine Tanzgruppe verlegen. Das ist wirklich nett von dir. Komm her. Umarmt jeden von euch einmal schnell. Ja. Und dann gucke ich, ob ich noch irgendwas Käsiges aus den Überbleibseln von Avas Pappschachtel herauszaubern kann und würde wieder rüber marschieren. Und dann mich um das Scharfschützengewehr kümmern. Okay. Welches von den unzähligen, die wir da in unserem Arsenal haben? Genau. Das, was am besten bei mir zumindest in der Hand liegt. Gab es ein tolles Scharfschützengewehr, oder? Wir haben keins. Nee. Aber wir hatten auch irgendeine tolle Waffe, hatten wir doch. Ja, wir hatten eine Faustfeuerwaffe. Ich habe sie mir auch irgendwie aufgeschrieben. Hier die von dem toten Troll, wie hieß er? Ja. Nee, das Gewehr mache ich halt bereit. Im Zweifelsfall muss Ava das ja benutzen. Um uns Rückendeckung zu geben. Ja, auf jeden Fall bereite ich diese Waffen vor, verpacke die auch, sodass man die irgendwie auf so einem kleinen Reisetrip halt mitnehmen kann, ohne dass das jetzt groß auffällig ist. Ja, okay. Der unauffällige Sturmangriff. Unauffällige AK, ja. Ich gucke, was ich sozusagen. Haben wir vielleicht ein Modell dabei? Ich weiß es jetzt gar nicht, was man irgendwie so auseinanderschrauben kann. Alle von unseren Waffen kann man auseinanderschrauben, die scharfschützenartig waren. Dann verpacke ich eine davon in so einer Sporttasche. Ich glaube, wir hatten nur so einen fertigen Koffer von gelbem Kranich, weißem Kranich. Genau, ja. Na gut, aber das sieht aus wie so ein richtiger Waffencase, nehme ich mal an. Ich will ja gerade irgendwie was haben, was jetzt nicht auf den ersten Blick. Ah, ja. Du nimmst es aus dem Case und legst es in eine Sporttasche. Steckst so den Case in die Sporttasche. Genau. Plus ordentlich Munition rein, also der ganze Campingsack voll mit Zeug. Wir sind nur auf dem Weg zum Sport. Klirr, klirr, klirr. Wie gut, dass ich eine Lizenz für den Scheiß habe. Little Coyote ist gerade noch am Ausbaldowern. Packst du die Sporttasche aus? Sehr gut. Ja. Das macht Oni noch am Abend. Bereiten sich Nine Dragons auch noch vor? Oder
Beschließt er nach dem Besuch irgendwie nur nach Hause zu fahren, sich Ja, ich auszuschlafen? werde mal nach Hause, muss mal ein bisschen Familienpflege betreiben. Ist ja auch mal gut, wenn ich da nicht nachts noch spät irgendwie in der Izakaya rumsitze. Und ja, wird wahrscheinlich Fernsehabend mit Family und Kindern. Das gelingt, ja. Ihr sitzt entspannt und ohne Mutes vor dem Trio-Gerät und guckt euch Space Jam 6 an mit dem neuesten NBA-Star. Cybert mehr NBA-Stars, ja. Was macht Ava noch am Abend? Die wird tatsächlich, wenn sie dann irgendwann mal Ruhe hat, anfangen zu sortieren, wie zur Hölle sie Max ausstatten soll, wenn er aus dem Rampenlicht raus ist. Sie wird anfangen, irgendwie Unterkünfte zu suchen, zu gucken, wo man am besten seinen Score noch irgendwie umgetauscht kriegt, denn irgendwas, das man tatsächlich benutzen kann und solche Sachen. Ja, also es gibt tatsächlich jede Menge Renraku-Läden in Thunder Bay. Und daneben kann man Store entweder in Güter oder tatsächlich auch in Währung umtauschen. Das ist also weniger das Problem, wenn er das noch schnell macht. Findest tatsächlich auch kleinere Wohnungen in Thunder Bay. In denen du glaubst, ja, da könnte man zwischenzeitlich unterkommen. Eine wohl unter einem Teeladen, doch unter einem Teeladen, im Keller drunter. Die ist aber sehr günstig. Ich frage mich, warum. Ja, nee, solche Sachen macht Eva nur noch fertig. Und ein bisschen die Aftershow-Planung. Okay, gut. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Morgen. 9 Uhr. Ihr habt gefrühstückt und findet euch alle vor, im oder rund ums Nikomata ein. Wo Oni gerade eine sehr schwere Sporttasche in den Kofferraum seines fahrbaren Untersatzes wirft. Ich habe meine Outdoor-Klamotten an. Ja. Im Kofferraum liegt auch meine kugelsichere Weste. Sicher ist sicher. Ich gucke mal, ob Ava ihre Drohnen im Gepäck hat. Ich glaube tatsächlich, für die werden wir keinen Platz im Auto haben. Nee? Okay. Die sind ja jetzt nicht so klein. Ja, aber wir haben ein großes Spaßmobil. Wir haben ein großes Spaßmobil mit mindestens einem zusätzlichen Passagier und ungefähr 300 Kilo Waffen. Wir haben ein Stück, also wir haben ein Gewehr dabei mit Munition. Und wir haben vielleicht noch, also ich habe noch meine Knifte irgendwie, aber mehr auch nicht. Der Schlagstock darf nicht fehlen, klar. Also wenn tatsächlich genug Platz dafür wäre, wird sie wahrscheinlich. Ja, sie nimmt. Wenn, dann nimmt sie Chrome mit. Chrome ist der dunkle Cheater. Der wird da weniger auffallen. Okay, ja, der passt. Einer von beiden passt noch rein. Als Der. wahrscheinlich auch Nine Dragons dann in dem Moment auf dem Hof fährt und beim auf dem Hof fahren oder beim Einbiegen hast du schon gesehen, wie von der anderen Straßenseite Little Coyote rüber gewackelt bekommt. Diesmal tatsächlich verhältnismäßig normaler Kleidung. Also er hat tatsächlich eine Jeans an und ja, so eine beige leichte Jacke. Nichtsdestotrotz einen kleinen Papp oder so eine Jute-Tasche um die Schulter gelehnt, aus dem du so einige Federn ragen siehst und irgendwas, was aussieht wie so ein Mini-Totempfahl. Ich hoffe, dass seine Frau heute nicht wieder die Gelegenheit nutzt und sich die Nadel in den Arm rammt. Ja, ich. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen.
Ich hoffe, das passt alles noch rein. Ich mache den Kofferraum wieder auf und greife nach seinem Marterpfahl. Ja. Oder willst du den lieber auf dem Schoß haben? Schon, aber ich sehe, das wird schon eng. Nein, nein, es ist okay. Ich kann das eine kurze machen. Chrome kann viel Platz machen. Ich habe natürlich die Drohne auf den Rücksitz gesetzt. Die kommt natürlich nicht in den Kofferraum. Dieses Sitzsound hat ein immer gleichbleibendes Hecheln. Spooky. Reich mir mal hier dein Pinocchio. Ich pack das Ding halt in den Kofferraum, verstau da alles. Gut, ja, ich glaube, Simon fährt mit dem Motorrad, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau so ist es. Ich habe eine dicke Sporttasche hinten auf dem Rücken. Da befindet sich der Ares Alpha mit drin. Und ich habe da meine Panzerweste an. Die schwere Lederweste oder was ist mit Panzerungsteilen runter. Mhm. So, ich fahre vor. Ja. Ah, ich habe noch eine Sache vergessen. Ich laufe noch schnell rein, komme kurze Zeit später wieder und habe so vier kleine so Papptütchen, Tüten in der Hand und drücke die jedem von euch in die Hand. Ist ein Sandwich drin, ein Apfel, irgendein Softdrink, so. Eva greift da rein und guckt sich diesen Apfel an. Das muss Jahre her sein, dass ich das letzte Mal so ein Ding in der Hand hatte. Das siehst du mal. Und dann setze ich mich in das ist Steuer. Ist der echt? Punkt, Punkt. Ja, der ist echt. Ja. Hat mich ein Vermögen gekostet. Dann geht's los. Ja. Eure kleine Kolonne setzt sich in Bewegung und verlässt recht rasch Kakabeka Falls. Fährt in ja, zügigem Tempo wahrscheinlich rüber nach Thunder Bay. Und etwa eine Stunde später die einen Teil eurer Gruppe mit wahrscheinlich lautem K-Pop zugebracht hat. Verlasst ihr dann auch schon wieder Thunder Bay Richtung Norden und noch ein paar Minuten später seht ihr dann endlich Müllhalden über den spärlichen Bäumen, über den spärlichen Baumbewuchs aufragen, irgendwann einen gelben Kran, der sich dazu gesellt und alsbald fahrt ihr an dem schon beschriebenen Gelände vorbei mit den 3,5 Meter hohen Plastbetonmauern, aus dem ihr oder aus diesem Rolltor, das fährt gerade zur Seite, als ihr dran vorbeifahrt und seht dann, als ihr das Gelände passiert, wie hinter euch hinter diesem Rolltor so ein rote oder so ein orangenes großes Fahrzeug, ein Müllwagen rauskommt. Das Tor geht hinter dem wieder zu und er biegt Richtung Thunder Bay ab. Wird auf der Straße hinter euch immer kleiner. Das würde ich gerne aufnehmen, wenn ich das dann mitkriege. Also ich werde wahrscheinlich ein bisschen vorne weg sein. Und dann die Aufnahme von dem Fahrer mal vergrößern und eine Gesichtssuche machen im Netz, falls das irgendwie möglich ist. Das Ding hat keine Fahrerkabine. Oh. Das ist eine Drohne oder was? Ja, es scheint wohl ferngesteuert zu werden. Ja. Welche Uhrzeit ist gerade? Dass man das vielleicht mal abstimmt. Ja, so. Na, seit einer Stunde gefahren, 10:15 oder sowas. Wird es jetzt sein? Mhm. Okay. Also ich halte wieder an dem Lagerhaus und weise denen die Location. Little Coyote schüttelt sich auf jeden Fall auf dem Rücksitz neben Chrome. Es fühlt sich hier wirklich nicht gut an.
Merke nichts. Stinkt ein bisschen. Ja, Gestank ist es richtig, aber es zieht sich so in die Nase rein. Es legt sich auf die Zunge. Es ist wirklich unangenehm. Ich glaube, du Riecht. hast einfach nur eine empfindliche Nase. Ja, das mag sein, das mag sein. Es tut mir leid, falls ich dich damit belästigt habe. Nein. Aber ihr habt auf jeden Fall recht. Ich sollte mich da mal umsehen. Ich bräuchte Wir suchen Platz, uns um. jetzt erstmal einen Parkplatz. Ja, ihr seht, wie vor euch ein Dragons auf so ein altes Gelände einbiegt, mit seinem Motorrad über ein umgefallenes Maschendrahttor drüber fährt und dann hinter so einer rostigen Kuppelhalle hält. Dann wird das Onimobil da auch halten. Ich steige aus. So, hier sind wir. Also Was? Helmut, Kamera. Du hast wirklich recht gehabt. Ich werde mich da jetzt mal umsehen. Würdest du, und er stellt sich so vor den Kofferraum. Ich mache den Kofferraum auf. Wunderbar, danke. Der holt seine gute Tasche raus. Brauchst du hier denn diese Schnitzerei? Oh, ja, das gibt mir einen Moment. Und Reiche ich ihm auch. Beziehungsweise ich halte es erstmal für ihn. er guckt so nach oben. Sieht gerade nicht nach Regen aus und hier sieht uns ja keiner. Ich gucke auf meine Wetter-App. Ist zwar bewölkt, aber tatsächlich wird in den nächsten 2 Stunden kein Regen angesagt. Ja. Du musst mir sagen, wo ich deinen Holzklotz hinstellen soll. Da, und er deutet so vor dein Auto. Kannst ihn Stellt. ruhig, so ein bisschen festdrücken, dass er nicht umfällt. Und greift dabei so in seinen Jutebeutel und holt so eine mit Schwung so eine selbstgeknüpfte, so einen selbstgeknüpften Teppich hervor. Wedelt den einmal elegant und der bleibt flach vor dem kleinen Totempfahl liegen, den du da vor deinem Auto platzierst. Ich laufe Richtung Motorrad, schüttel den Kopf, murmel vor mich hin pathetisch und werde dann soweit alles da am Moped verstauen und mit meinem Fernglas Sicht mal gucken, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, womöglich über die Mauer zu hopsen. Ich habe ja Mauerlaufen als Adeptenfähigkeit. Ja, wie gesagt, die Mauer ist 3,5 Meter hoch. Aber das könntest du durchaus schaffen. Und du siehst auch, es gibt, wie gesagt, an den meisten Stellen ist so NATO-Draht oben an der Mauer angebracht. Aber tatsächlich an vielen Stellen fehlt er auch so ein bisschen, sodass du dir vorstellen könntest, da könnte man sie vielleicht gut überqueren. Oder sieht so verrostet aus, dass du meinst, da könnte man ihn vielleicht beiseite schubsen oder sowas. Okay. Also das Hauptproblem wird also für dich weniger, aber für die anderen die Höhe sein. Strecksprung über die Mauer hochziehen. Ja gut, du bist auch groß, ja. Du hast ja gesagt, dass es hier irgendwelche alten Gebäude gibt, irgendwelche Lagerhallen oder Ja, so. also ihr habt hinter so einem komplett aus Blech, sieht ein bisschen aus wie diese Hangare, die man aus Amilang kennt. Also ehrlich gesagt ziemlich genauso. Sonst gibt es hier auf diesem Gelände hier jetzt gerade kein Gebäude. Ist aber mit so einem alten Maschendrahtzaun schon ziemlich löchrig, aber umzäunt, sodass ihr ziemlich genau abstecken könnt, was dann hier als Gelände bezeichnet werden kann. Also es gibt keine Möglichkeit, hier auf irgendwas raufzukommen, von wo aus man Blick auf die. Doch, doch, also ihr könntet, wenn ihr euch traut, diese Halle sieht halt nicht besonders
tragfähig mehr aus, aber wenn man da draufsteigt, dann könnte man vielleicht rüberspähen über diese hohen Mauern. Ja, also ich würde alles Schwere erstmal ablegen. Und dann krabbel ich da mal, würde ich da mal hochklettern. Vorsichtig prüfend, wenn ich merke, nee, das knirscht zu sehr, muss aber hier hochklettern. Ja, also du legst langsam ab und hörst, wie hinter dir jemand ein bisschen knackert und dann hörst du, wie so ein kleines Fe so ein Feuerzeug. Krack. Dann riechst du irgendwie hinter dir Gewürze, die verbrannt werden. Und dann so als Little Coyote sich im Schneidersitz vor diese kleine Feuerschale setzt, die er da gerade entzündet hat. Und dann die Augen schließt, meditiert ungefähr 30 Sekunden lang macht, bevor er aufhört und dann in so wie so ein Sack in sich zusammenfällt. Oha, vielleicht sollte ich meine Kletterpartie doch erstmal nochmal verschieben. Ja, so ein bisschen hin und her gerissen, aber dann entscheide ich mich doch lieber für den kleinen Kojoten und setze mich erstmal neben ihn. Ja, die wird sich erstmal die Kamera vornehmen wollen. Okay, also Ava bleibt wahrscheinlich dann im Auto direkt sitzen, Jo. lehnt sich zurück und Schaltet vorher Chrome noch auf Schutzfunktion. ja, also der hört auf zu hecheln und schaut sich dann sehr intensiv um, während er gleichzeitig so eine aktivere Haltung einnimmt. Gegenüber sagt Ava so in sich zusammen und während Lil Coyote mit seinem Geist in der Astralwelt versinkt, versinkt Ava in der Matrix, die hier schwach, aber doch vorhanden ist. Wie Tom hier festgefroren ist. Ja, wie viel hapert das Internet gerade? Ich war auch gerade raus. Aber du versinkst mit deinem Geist in der Matrix und siehst so ein schwaches Matrix-Grid, das hier dir zu Füßen liegt. Bar jeden Icons, also im Verhältnis, du bist deutlich aktivere Grids gewohnt, aber hier draußen scheint es tatsächlich einfach sehr, sehr wenig zu geben. Siehst aber ein 100, 200 Meter Entfernung Icons, die in der Luft schweben. Ja, dann gehen wir da mal gucken. Als du näher rangehst, siehst du tatsächlich die Kamera, die du auch schon gesehen hast, als ihr vorbeigefahren seid. Die ist ja nicht schwer zu übersehen und gibt sich auch keine Mühe darin, unauffällig zu sein. Die findest du hier direkt als Icon wieder. Du findest auch das Icon eines Krans, einer Krandrohne. Und auf dem Gelände siehst du noch eine weitere oder zwei weitere Icons. Eins, das sich tatsächlich so über das Gelände zu bewegen scheint. Wie weit ist das Icon weg, was sich bewegt? So ungefähr, wenn du vor dem Tor stehst, 500 Meter. Ist das tatsächlich, scheint das tatsächlich wieder so eine Drohne zu sein oder irgendwas anderes? Es hat, also das Symbol lässt es wie eine Drohne erscheinen. Es hat so ein Mini-Bagger-Aussehen. Dann würde ich mich tatsächlich erstmal in die Kamera einklinken, in der Hoffnung, dass die tatsächlich an irgendeinem System hängt, von dem aus sie überwacht wird.
Ja, das kannst du mal versuchen. Mach mal bitte eine. Wie willst du das versuchen? Einfach wahrscheinlich. Ich möchte die Hintertürchen benutzen. Okay, dann musst du sie erstmal sondieren. Das kriegen wir bestimmt hin. Mein Würfel Glück heute. Die ganzen schlechten Würfe sind ja jetzt schon weg. Der ist echt nicht gut. Mit dem Würfelpool ist der nicht gut. Kann nur besser werden. Ach nee, halt du. Ist ja gar nicht direkt eingestöpselt an die Kamera, dann hat er ja mehr Würfel. Ja, du, es gelingt dir eine Hintertür dir einzurichten für diesen Kamerading. Es fällt dir auch nicht wirklich schwer. Okay. Ja. Dann gehen wir da mal rein und gucken uns um. Du kannst direkt in die Kamera reingehen und siehst eben die Bilder von dem Haupteingang. Und siehst, dass sie offensichtlich die Bilder der letzten 24 Stunden speichert. Und siehst auch, dass da kein Host dran hängt. Ernsthaft? Was heißt Aber es gibt so einen Datenstrom, den du siehst, der diese Kamera verlässt und irgendwo hinführt. okay. Wie viel Zeit würde es mich kosten, zu versuchen, die Daten, also die Videoaufnahmen der letzten 24 Stunden einfach mal zu ziehen? Ungefähr ein paar Millisekunden, weil die Dateien sind nicht so groß und die Kamera auch nicht so die höchste Auflösung hat. Ja gut, dann nehmen wir die einfach mal mit. Kann ja sein, dass da irgendwas Interessantes drauf ist. Ich glaube es nicht, aber. Und dann suchen wir diesen Datumstrom, beziehungsweise das andere Ende idealerweise. Ja, dafür gab es eine Handlung, die ich jetzt gerade vergessen habe. Sekunde. Ich weiß es gerade auch nicht mehr, wie sie heißt. Ba, 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 ba. Mach einfach mal eine Tracken und Logik Probe. Mit oder ohne Expertise? Mit. Scheiß heute? Ja, aber du verfolgst diese, dir gelingt das, verfolgst die Datenspur, Ist einer mehr, ich dafür einen nachwürfeln. die sich so ja durch diesen Schrottplatz zieht in so Windungen und du siehst, dass sie tatsächlich zusammenfließt mit anderen Signalen. Und schließlich in dem Icon dieses Krans endet, daran hochfließt und oben in diesem Kran ist hier in der Matrix so ein kleines Häuschen. Und oben machen die alle nochmal so eine kleine Biegung und fließen in dieses Häuslein rein. Dann gehen wir noch mal gucken, was in diesem Häuschen Schönes drin ist. Ja. Ich nehme an, du bist versteckt unterwegs in der Matrix, ne? Das war der Plan mit der Hintertür, ja. Nee, ist im Generellen bist du auf Schleichfahrt in der Matrix, ne? Also du sendest Ja. nicht irgendwie deine Anwesenheit aus.
Das habe ich gehört, ist eine blöde Idee, wenn man versucht, nicht gefunden zu werden. Okay. Gut. Ja. Ich würfel mal kurz, ob du eklig. Also, würfel einfach mal so. Nicht, also ohne Grund. Uff. Ja, du schwebst langsam diesen Kran hoch, der tatsächlich sich auch einige Meter über dem Boden der Matrixlandschaft erhebt. Und blickst in das Führerhäuschen hinein und siehst da tatsächlich eine Persona drin sitzen, die mit, ja, so zwei Arme greifen diesen, das, die Lenkmodule des Krans, während krakenhafte, also so Tentakelarme, die aus ihm herauskommen, diverse andere Sachen in der Matrix steuern. Billige Copycat. Ich habe schon fast das Bedürfnis danach, die Persona platt zu machen. Er hat auch so ein, also hat, diese Person hat keinen Kopf, sondern so ein Oktopuskopf halt, also so komplett rundlich, keine Gesichtszüge. Was? Hat Nadrangs jemals erwähnt, was für einem Totem der gute österreichische Freund folgt? Glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Weiß ich auch nicht. Im Zweifel wird das einfach nur genotet. Ich gehe davon aus, dass der jetzt einfach nur das tägliche Machwerk verwaltet und nicht irgendwelche hochinteressanten Dinge tut. Na, du siehst, wie ein Krakenarm damit beschäftigt ist, immer wieder auf so einem, also du siehst so einen kleinen Bildschirm neben ihm in der Matrix fliegen, auf dem TV-Programm läuft, und ein Krakenarm ist immer beschäftigt, das Programm weiter zu zappen. Wow. Ich unterdrücke den kindischen Impuls, das Programm auf irgendwie eine Tridio-Sendung für Zweijährige zu schalten. Und würde mich tatsächlich wieder ausklinken. Oder kann ich von hier aus, das weiß jetzt OT auch nicht, kann ich feststellen, wo der eingeklinkt ist? Also wo quasi der Rest von dem Kerl hängt? Nee. Okay, nee, dann klinke ich mich wieder aus. Erstmal. Glaube übrigens, dass in der Tat kein Totem genannt wurde. Die haben sich darüber unterhalten, wie ungewöhnlich das ist, dass der Österreicher so einer Tradition folgt, aber von seinem Totem hat er wirklich nichts erzählt. Wieso, was war denn? Also, okay. Ja, ich sitze ja sowieso neben den ganzen Ausgeklinkten. Ja. Nein, Dranks, sie ist auch. Ava hat sich in eurem Wagen offensichtlich schlafen gelegt. Und Little Coyote hat sich da sein Deckchen breit gemacht, sich noch Räucherstäbchen angezündet und hat dann auch eine magische Reise begonnen. Ich lehne mich an das Roni-Mobil, stecke mir eine Zigarette an und ja, gucke dann rüber zur Uni. Na, dann schauen wir mal, was rauskommt. Du könntest mal da hochhuschen und dir einen Überblick verschaffen. Bitte? Ich weise auf das Dach dieses Gebäudekomplexes, der da irgendwie neben uns nicht weit entfernt steht. Sieht ein bisschen instabil aus, aber du könntest es schaffen. Glaub an dich. Ja, dann schnappe ich mir mal den Scharfschützenkoffer, nachdem ich meine Zigarette erstmal ganz in Ruhe zu Ende gepafft habe, und werde dann mal vertikal die Wand da hochrennen. Ich kann bis zu 15 Meter hochmarschieren mit einer Sprinthandlung. Ja, dann kommst du bis auf den Scheitel dieses runden Daches. Also dieses einfach runden Gebäudes. Gucke ein bisschen nein. Das tatsächlich auch hoch genug ist, dass du von hier oben so knapp über die Mauer des Schrottplatzes rüber gucken kannst. Ich würde den Koffer öffnen und mir diese Vierfachvergrößerung von der
Knarre da rausholen und damit mal rüberzoomen. Ja, mach mal eine Wahrnehmungsprobe. Okay. Ja, also erstmal siehst du das Tor und dass dahinter offensichtlich ein kleiner freier Platz ist. Und an diesem Platz liegt außerdem noch ein Gebäude oder Reste eines Gebäudes. Es scheint irgendwie so, das Dach wirkt sehr löchrig, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall. Zumindest das Dach und die paar Wände, die du sehen kannst, sehen aus, so aus, als wäre das mal aus Holz gewesen oder ist immer noch aus Holz. Die Farbe an den Außenwänden blättert allerdings schon ziemlich ab. Und das, was du sehen kannst, sieht auch sehr verrottet aus. Du siehst außerdem noch so mehrere Stahlpfosten, die ein ja, Wellblechdach halten. Unter dem wohl die Müllwagen oder ja, Müllwagen geparkt werden können. Das ist auch so, sind auch so die einzigsten Bereiche, die du dir vorstellen kannst, die man mit den Dingern irgendwie erreichen kann. Du siehst, dass auch noch zwei, drei Wege von diesem Hauptplatz aus irgendwo in diesem Mülllandschaft hineinführen. Die sind allerdings nicht breit genug, als dass man sie mit diesen Drohnen befahren könnte, die du da eben gesehen hast. Es sei denn, man ist ein ziemlich guter Fahrer und kennt sich da gut aus, dann vielleicht. Siehst aber auch, dass wenige Augenblicke später dann so ein Mini-Traktor im Grunde, auch komplett in Orange, gut hier und da springt auch schon die lackierte Farbe ab, da hervorkommt aus einem dieser Wege. Der hat vorne eine ziemlich große Schaufel drauf und hinten noch so einen Greifarm. Auch bei jeder Kabine, also scheint auch eine Drohne zu sein. Die fährt da einmal über diesen Platz und verschwindet dann in einem anderen Weg wieder irgendwo hinten in den Ausläufern der Schrottgebirge. Ja, und du siehst tatsächlich noch, wenn du so zwischen mehreren Müllbergen hindurch, siehst du so einen relativ zentral wirkenden Müllberg, aus dem dann tatsächlich auch dieser Kran kommt, also der scheint tatsächlich, der untere Teil dieses Krans scheint von Müll bedeckt zu sein. Und du siehst noch so eine Ecke eines riesigen Betonrohrs, das da aus diesem Müllberg rausguckt und sowas ähnliches wie so ein Tunnel darstellen könnte. Aber, ja, okay. Bienen werde ich ja wahrscheinlich nicht identifizieren können auf die Nee, Entfernung. auf die Entfernung siehst du, also siehst du überhaupt keine Lebewesen oder Tiere oder sowas in Auch der Kritter Umfassung. nicht, keine Person, nix. Nö. Oben im Kran. Bitte? Der Kran hat genau wie die anderen Fahrzeuge kein Führerhaus. Okay. Setup hier. Na gut, dann überkommen. Kurz rüber, nichts zu sehen von oben. Eine weitere Drohne, die hier rumfährt. Scheint also alles irgendwie vollautomatisch zu laufen, ne? Naja. Eva wird bestimmt herauskriegen, wer das Ganze steuert. Dann kommt in dem Moment wahrscheinlich gerade so in die Gruppe irgendjemand mit einer richtig hässlichen Persona. Hässliche Persona. Ich bin unterwegs. Und wahrscheinlich wache ich in dem Moment auch gleich wieder auf, weil
Für dich hat es Ewigkeiten gedauert, wieder zurückzulaufen, aber für die anderen kommt die Nachricht und im gleichen Moment steigt sie schon aus dem Auto. Aber hässliche Persona sind ja in euren Kreisen nicht irgendwie unüblich. Was soll denn das heißen? Also wenn deine Persona dieses Ding auf dem Bildschirm ist in deinem Zimmer, dann auch schon ein bisschen. Willst du mir etwa sagen, ich habe an Affäre und Wochen gearbeitet, okay? Wochen. Denk daran, du musst über alles reden. Das, aber es ist gut, wenn du dich Sowieso da was für so. Little Coyote. Ja, der in diesem Leib kommt auch gerade wie so ein bisschen Leben und du hörst tatsächlich so ein Wimmern. Das sieht nicht gut aus. Jetzt hast du ihn unglücklich gemacht. Ich setze mich mal neben ihn. Das ist deine negative Energie. Ich Meine negative Energie? ist schrecklich. Halt mich fest, Oni, halt mich fest. Ich halte ihn fest. Ich streiche ihm ganz sanft den Kopf. Was ist denn? Ganz schlimm, ganz schlimm. Die Erde, sie ist ein einziger Sumpf aus Ekel und Abfall und es leben Tiere da, aber sie sind nicht glücklich. Ich Sie werde ihn leiden. mal an der Oni, sie Dachrinne oder leiden. was darunter lassen und neben denen dann auch nochmal auftauchen. Sie leiden. Die Tiere dort leiden. Sie leiden. Und irgendeine finstere Entität wandelte. Ich bin geflohen. Es tut mir leid. Da Angst. Ich lege meine Hand auf die Schulter. Ich denke, wir sollten die Tiere dort retten. Das solltet ihr. Irgendein finsteres Ding, sagst du, ein Geist oder eine Person? Ja, eine gewaltige Ratte. Aber nicht mehr normal. Sie ging auf ihren Hinterläufen. Sie spuckte Gift nach mir und ich bin gelaufen. Und das war ein Geist, diese gewaltige Ratte. Bin mir ziemlich sicher. Und hat er da irgendwas bewacht? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gefragt. Ich hätte mit ihm reden sollen, aber ich habe nicht den Mut gefunden. Nicht so schlimm. Hässliche Persona, hä? Was Aber der hast du Geist ist sonst noch besser. gesehen? Bitte? Hast du sonst noch jemanden dort gesehen? Ja, kurz bevor ich den Geist sah, sah ich noch zwei Personen. Also die Auren von ihnen. Einer war seltsam. Seine Aura war ganz bleich und blass und eigentlich nicht mehr da und dann habe ich den Geist gesehen, der hat Wie mich kannst gesehen du eine und Aura sehen, die nicht mehr da ist? sie war halt nur ganz schwach. Also wie bei einem Toten? Hab noch keinen Toten erkannt. Vielleicht. Vielleicht ein Ghoul. Die habe ich noch nie näher betrachtet. Was ist ein Ghoul? Ich habe mal gehört, dass es im Naturschutzgebiet mal einen Wendigo gab, aber den habe ich auch nie gesehen. Sind Ghouls böse Geister oder? Ghouls sind Vitas verseucht. Hm? Ghoul. Habe ich von sowas schon mal gehört, eigentlich? Ja, also das ist kein verstecktes Phänomen. Es gibt in Afrika ein Land, in dem nur Ghule leben und das tatsächlich auch von einer Königin, glaube ich, regiert wird. Okay. Also es ist kein Phänomen mehr, das man nicht kennt. Ah, gut, na gut, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht so. Ja, und die gibt es öfters mal so in Armvierteln, irgendwelche Viecher, die sich von Leichen ernähren oder so, ne? Und tot sind. Ja. Na gut. Und also, es
klingt nicht gut. Wir sollten da eingreifen, oder? Wie seht ihr das? Das hängt von der Art des Eingreifens ab. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist jemand, der hier den Laden am Laufen hält. Von wo? Zeigt Richtung Kran. Also der Matrix-Version. Wo er genau drin hängt in der Fleischwelt, kann ich dir nicht sagen. Kannst du ihn identifizieren oder lokalisieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Also Könntest identifizieren schon, aber lokalisieren glaube ich nicht. du, glaube ich, schon. Du musst nur an dich glauben. Nee, also rauszukriegen, wo er ist, danach hatte ich ja gefragt. Da meintest du nein. Nee, ach stimmt, ja, nee. Nee, das geht, glaube ich, nicht. Also. Ich kann wahrscheinlich irgendwie versuchen, rauszukriegen, wer hinter der Persona hängt, aber nicht wo er ist. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Ich weiß nicht genau, was du mit der Information willst. Offensichtlich sind das ja die Söhne der ursprünglichen Besitzer. Ich kann noch mal rein, wenn du möchtest, mit meiner hässlichen Persona. Vielleicht kannst du mir noch was über die beiden rausfinden, ob einer von denen sich mit Vitasi infiziert hat. Na gut, aber ich werde es versuchen. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich nicht auffallen werde an irgendeinem Punkt, aber. Little Coyote kommt zu dir rüber, noch ein bisschen wackelig auf den Beinen und umarmt dich so. Sei vorsichtig. Okay? Ja. Was ist das, Salbei? Ja. Riecht wunderbar beruhigend. Ich kann dir das mal Zigarette hin. Ja, ich leg mich wieder neben Chrome ins Auto. Und Und wandelst ins Reich der Daten. Und ob du herausfindest, wo die Persona herkommt oder wer die Persona ist, das werden wir dann beim nächsten Mal herausfinden.